Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lernen wir den Varial Kickflip, aka Varial Flip. Bis gleich. Varial Kickflip. Das ist der Trick, den ich euch heute erklären möchte. Fangen wir erstmal an, was ist denn der Varial Kickflip überhaupt? Der Varial Kickflip ist eine Variation oder eine Kombination aus einem Kickflip und einem Pop-Shuffle. Diese beiden Tricks in Kombination ergeben einen Varial Kickflip. Bevor du anfängst, den Varial Kickflip zu lernen, würde ich sagen, dass es wichtig ist, zum einen safe auf deinem Board zu stehen und zum anderen natürlich den Ollie drauf zu haben. Das sind so die beiden Sachen, die meiner Meinung nach sitzen müssen, bevor du anfängst, den Varial Flip zu erlernen. Jetzt ist es aber so, ich kann ja immer nur von mir sprechen. Bei mir war es wirklich so, dass ich mir nie straight vorgenommen habe, den Varial Kickflip zu erlernen. Das war eigentlich so ein Trick, der sich ja so mehr reingeschlichen hat. Also ich habe, das war zur Zeit, wo ich den Pop-Shuffle gelernt habe und als ich den Kickflip gelernt habe. Den Pop-Shuffle habe ich natürlich vor dem Kickflip erlernt. Es war aber bei beiden Tricks immer so, dass sich diese Varial Flip Bewegung von meinem Board immer reingeschlichen hat. Also wo ich den Pop-Shuffle zum Beispiel gelernt habe, da war es dann auch so, dass ich mein Deck dann auch halb um die eigene Längsachse gedreht hat und ich halt schon so einen halben Varial Flip mit drinne hatte. Ne? Also nicht, dass ich das wollte, ne? Oder so jetzt explizit gesagt habe, so ich versuche die Bewegung jetzt oder ich versuche diesen Trick jetzt, sondern es hat sich mehr beim Pop-Shuffle als auch beim Kickflip mit reingeschlichen. Beim Kickflip genau das gleiche, ne? Wenn ich versucht habe, in der Fahrt einen Kickflip zu machen, dann hat sich da diese Varial Flip Bewegung teilweise, wie erwähnt, mit reingeschlichen. Und somit hatte ich natürlich schon einen gewissen Bezug zu diesem Trick, als ich mich dann dem auch zugewandt habe und gesagt habe, alles klar, jetzt probiere ich den mal, ne? Und jetzt will ich den auch mal irgendwie eintüten. Demnach war es für mich dann auch nicht so schwer, diesen oder den Varial Kickflip zu erlernen. Es hat auch nicht sehr lange gedauert. Wie gesagt, es ist trotzdem ein technischer Trick natürlich, also einfach ist er auch nicht. Aber ich muss sagen, das ist ein Trick, den lernst du auch mit am Anfang oder relativ fix, würde ich sagen. Die Fußstellung beim Varial Kickflip sieht bei mir folgendermaßen aus. Und zwar stelle ich meinen hinteren Fuß mit dem Zehen- und Ballenbereich im Center meiner Tail ab. Meinen vorderen Fuß stelle ich leicht angewinkelt in Kickflip-Position vor dem vorderen Schraubenbereich auf meinem Skateboard-Deck ab. So sieht die Fußstellung beim Varial Kickflip bei mir aus. Der Varial Kickflip läuft bei mir folgendermaßen ab, und zwar ist es eigentlich relativ einfach zu erklären. Mein hinterer Fuß, welcher sich auf der Tail befindet, macht eine Shove-It-Bewegung. Mein vorderer Fuß macht eine Kickflip-Bewegung, so dass ich ein Varial Kickflip-Movement bekomme. Aber auch beim Varial Kickflip kann man wieder nur sagen, practice makes perfect. Ne? Also widmet euch diesem Trick. Das ist kein Trick, oder der Varial Kickflip ist kein Trick, den du von heute auf morgen lernen wirst. Ne? Also er ist technisch anspruchsvoll, vielleicht nicht der anspruchsvollste, aber
Da wirst du Zeit mit verbringen müssen, um auch diese Bewegung, ne, in dein Muskelgedächtnis zu bekommen. Ne, dass du eine harmonische, das ist ja immer Harmonie zwischen deinem Board und deinem Körper. Ne, und um die zu erreichen, musst du dich, egal welchen Trick, musst du dich diesem widmen und mit diesem Trick Zeit verbringen. Ne, und das ist auch nicht in ein paar Tagen erlernt oder ein paar Wochen, sondern das dauert meistens Monate. Und das ist auch völlig normal. Ne? Wie gesagt, da braucht man, man muss sich da nicht denken, pff, boah, das funktioniert nicht und das klappt bei mir nicht und ich krieg das nicht hin, sondern es geht jedem so. Ich kenne keinen, der einen Trick einfach mal so nebenbei erlernt hat, sondern jeder hat da seine Zeit reingesteckt, jeder hat sich mal dabei auf die Fresse gemacht und den Boden geküsst und das gehört einfach dazu. Das ist Teil vom Skateboarding und wie gesagt, je mehr du dich damit beschäftigst, umso eher hast du es in deinem Muskelgedächtnis drin. Okay Leute, ich hoffe natürlich, mein Video hat euch gefallen. Geht da raus, Varial Kickflips üben, stellt euch diesen mentalen als auch physischen Battle. Geht nicht davon aus, dass ihr das Ding von heute auf morgen drauf haben werdet. Das wird nicht der Fall sein. Habt vor allen Dingen Spaß beim Skateboardfahren. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Und bis dahin, Peace.